Mahlzeit, Kameraden der 124er Front und inquisitive Zuschauer. Neben mir steht das bereits aufgebockte T-Modell ohne Räder an der Vorderachse und ich habe immer noch den Schreck in den Gedanken. Aber bevor ich erzähle, was passiert ist, spule ich zurück und fange von vorne an. Zum Aufbocken werde ich die beiden Unterstellböcke verwenden und den Rangierwagenheber. Das Fahrzeug muss unbedingt an der Hinterachse mit den Keilen gesichert werden, rechts und links. Der Rangierwagenheber wird direkt unter dem Träger platziert, der sich hinter der Ölwanne befindet. Und so kann man unproblematisch das Auto anheben und anschließend auf den Unterstellböcken abstellen. Jetzt steht das Fahrzeug sicher auf den Unterstellböcken, die richtig positioniert sind. Das war's zum Thema Aufbocken und jetzt werde ich erzählen, was passiert ist und warum ich den Schreck bekommen habe. Es geht um den Lenkstabilisator. Es ist ein sicherheitsrelevantes Teil und das habe ich entdeckt. Ein gebrochener Halter. Links, da sieht man, wie er sich bewegen kann. Und genau das gleiche an der rechten Seite. Ein Kollege von mir hat mir gesagt, dass der Stabilisator aktuell unter Potenzschwäche leidet und einfach nur nutzlos rumhängt. Aber Spaß beiseite. Ich habe den Wagen in Stuttgart gekauft und bin mit ihm ca. 700 Kilometer von Stuttgart nach Berlin gefahren und irgendwo unterwegs ist er anscheinend kaputt gegangen. Ich hatte wirklich Glück, dass ich mit dem Wagen noch zu Hause angekommen bin. Ja, wie sagt man das so schön? Ende gut, alles gut. Jetzt werde ich mir die beiden beschädigten Halter besorgen. Den Rest habe ich schon und dann werde ich den Stabilisator instand setzen, damit er richtig funktionieren kann. Ja, und jetzt, nachdem ich von dem Zwischenfall berichtet habe, spiele ich noch zum Entspannen ein bisschen Musik. Also, ihr Lieben, bis demnächst und auf Wiedersehen.